Hallo Leute, euer Mr. D ist wieder am Start. Im Hintergrund könnt ihr ein Call of Duty Ghost Gameplay erkennen von dem Erspieler New Era Blue Style. Natürlich hat er auch einen YouTube-Kanal und wie immer ist sein Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich danke dir für deine Einsendung deines Gameplays auf der schönen Map Warhawk. Nein, Octane, meine ich, heißt sie. Nein, auch nicht. Overlord hat er gezockt. Und hat eine knackige Runde Team Deathmatch abgeliefert. Ja, Leute, ihr wisst ganz genau, dass ich meinen Kanal immer so gestalte, wie es euch gefällt. Beziehungsweise durch eure ganzen Kommentare, durch eure Ideen, durch eure Fragen, durch eure Umsetzungen, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen möchtet, versuche ich meinen Kanal so zu gestalten, dass ihr das zu Gesicht bekommt, was ihr gerne sehen möchtet. Ihr könnt den Kanal selbst gestalten und habt darauf einen eher freien Zugriff und deswegen bin ich auch sehr flexibel, was meine Gestaltung meines Kanals angeht. Und ich erstelle den Kanal anhand meiner Abonnenten, deren Ideen setze ich halt um. Weil, wenn es eine Idee gibt, die einer unbedingt sehen möchte, was vielleicht auch eine Masse sehen möchte, und ich diese umsetze, ist es natürlich nur umso besser, wenn die Leute dann wissen, jo, der macht das, was die Abonnenten gerne möchten, der zeigt das, was sie sehen wollen und zack, der geht auf unsere Wünsche ein. Das ist doch einfach nur geil. Deshalb habe ich jetzt eine neue Serie am Start und ich nenne diese Serie Abo sagt, Adi sagt. Worum geht's da? Und zwar könnt ihr da unten in die Videobeschreibung bzw. unten in die Kommentare Themen reinposten. Und zwar unter diesem Video und auch unter allen zukünftigen Videos. Themen, die euch interessieren, über die ich dann reden werde, aber auch diskutieren werde. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, um das Ganze mal so ein bisschen ja, besser darstellen zu können, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Es gibt viele Leute, die finden Schule besser. Es gibt viele Leute, die finden Arbeiten besser. Und das heißt, wenn ihr mir ein Thema schickt, wäre es gut, wenn ihr mir ein Thema schickt, wie zum Beispiel Schokoladeneis und Vanilleeis. Also sprich, immer so ein Gegensatz, wo man dann diskutieren kann, warum das eine besser ist als das andere. Das würde ich dann mehr oder weniger des Öfteren auch in einen Null-Commentary verpacken, dass ich über das Schokoladeneis als Beispiel rede, warum ich das so geil finde, warum das beste Eis ist auf der Welt und der andere würde über das Vanilleeis zum Beispiel sprechen und dann wäre unsere Aufgabe, die Zuschauer auf unserer Seite zu gewinnen. Dann würdet ihr zum Beispiel schreiben, yo, ich finde Adi hat recht, hat mich überzeugt, Schokoladeneis ist besser als Vanilleeis oder hat umgekehrt und dann würde ich daraus so eine Diskussionsserie machen, wo ihr entscheiden könnt, worüber wir diskutieren. Das finde ich sehr interessant und heute habe ich einfach mal das Thema mitgebracht, weil ich das auch oft in den Kommentaren gelesen habe, gehst du morgen arbeiten oder du musst ja morgen wieder arbeiten, du kannst Geld verdienen, ich habe morgen wieder scheiß Schule etc. Sowas alles liest man natürlich sehr oft auf YouTube, auch in den Kommentaren. Und ich würde einfach kurz und knackig das Thema mal ankratzen. Das würde ich dann auch nochmal wahrscheinlich in einem anderen Video erwähnen. Bisschen ausführlicher. Aber ich finde beides sehr gut, wenn die Voraussetzungen stimmen. Ich sag mal so, arbeiten ist sehr geil, wenn man Geld verdient. Dementsprechend hängt es davon ab, was für einen Beruf man ausübt. Beziehungsweise, wenn es erstmal um die Ausbildung geht, wie viel man in der Ausbildung auch verdient. Beziehungsweise, muss es Spaß machen. Wenn ein Beruf einen keinen Spaß macht, man voll kein Interesse an diesem Beruf hat, dann hat es keinen Sinn, diesen Beruf auszuüben. Ich habe einen angefangen gehabt, war da ein paar Monate und habe dann aufgehört, weil der Beruf mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und habe jetzt einen neuen Beruf, der mir super viel Spaß macht, der mir super gefällt, wo ich nebenbei auch noch sehr gut Geld verdiene. Und ich kann mir zurzeit generell, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wiederum habe ich weniger Freizeit, weil ich extrem viel lernen muss. Aber auch diese Lernzeit geht vorbei. Wenn meine Ausbildung beendet ist, habe ich nur noch Arbeit, nach Hause kommen, Feierabend. Arbeit, nach Hause kommen, Feierabend und nicht noch mich hier hinsetzen und wer weiß wie lange lernen. Aber wiederum in der Schule verdient man kein Geld. Was natürlich schlecht ist, aber man hat extrem viel Freizeit. Klar muss man da auch für die ein oder andere Arbeit lernen, aber trotz alledem hat man da viel mehr Freizeit. Man hat Ferien, das hat man nicht mehr. Man hat geregelte Urlaubstage, irgendwie 29 Urlaubstage hat man im Jahr. Und Ferien ist das Beste, was es gibt. Solange ihr noch Ferien habt, genießt es. Ich könnte jetzt noch weiter darüber reden. Aber wie gesagt, Leute, das Gameplay ist zu Ende. Er wird gleich sterben. Bei 26.1 stirbt er. Dann habe ich das Gameplay so geschnitten, weil er keinen Gegner mehr gefunden hat. Deswegen wundert euch gleich nicht, warum das Spiel auf einmal Ende ist. Dann schreibt einfach mal ein paar Themen unten in die Kommentare rein. Ich suche mir ein paar interessante Themen aus, die euch auch interessieren. Und werde da mal mit den einen oder anderen drüber diskutieren.
Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin, euer Mr. Adi, haut rein und ciao.